Ja, hier wieder zurück bei Sacred Lion. Ich merke immer, bei dem Spiel bin ich so ein bisschen ruhiger, so ein bisschen stiller. Ich hoffe, es kommt trotzdem noch ganz gut rüber. Und wir sind jetzt in Kapitel 2. Was erwartest du hier zu finden? Warum bist du in diese Kabine gekommen? In dieses Zimmer, in diesen Raum? Und wir laufen ganz, ganz langsam. Der Prozess hat schon gestartet, du kannst nichts mehr daran tun. Die halbe Welt ist bereits davon infiziert oder daran beteiligt. Es sieht merkwürdig aus. Du kennst mich nicht, aber musst du auch nicht. Es ist egal, ich bin dein Freund in dieser Situation. Sollen wir jetzt rechts oder links gehen? Ich gehe einfach mal rechts entlang. Und ich halte mich auch an den Weg. Ich glaube, wir können wir. Oh. Ja, okay. Das dazu. Wir können nicht darunter gehen. Wir müssen hier auf den Linien bleiben. Den Text hatten wir ja gerade schon. Ich bleibe trotzdem mal hier rechts auf der Spur. Keine Ahnung, ob es da hinten weitergeht. Man muss immer so ein bisschen gegensteuern, weil die Figur. Guck mal, so laufen wir jetzt geradeaus. Und wenn ich geradeaus gucken würde, würden wir nach rechts laufen. Das ist komisch. Es liegt auf jeden Fall nicht an der Maus und auch nicht an irgendeinem Controller, der vielleicht angeschlossen ist, weil ich habe den vorher extra abgestöpselt. So, hier kommen wir an irgendeine Kreuzung. Ich denke mal, rechts geht's nicht weiter. Och nee, ne? Ich meine, wir können hüpfen, aber da komme ich doch nie im Leben rüber. Ich wusste es doch. Alles umsonst. Also der kann keine einzige Lücke hier, oder die kann keine einzige Lücke hier irgendwie überspringen. Also so eine Art Irrgarten, Labyrinth. Und wir laufen dann halt mal hier links entlang, ne? Ja, wieder hier, du kennst mich nicht, ist auch egal. Ich bin dein Freund in der Situation. So viel habe ich davon noch nicht gesehen, dass du mein Freund bist. Bis jetzt wurde das Spiel von Minute zu Minute immer schlechter. Also nicht in dem Falle immer schlimmer. Ja, hier. Oder nur an Zuschauer hat er gerade geschrieben. Also ich bin dein Freund zuerst und dann. Oder halt nur ein Zuschauer. So, und ich gehe hier mal wieder links. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich glaube, rechts geht's nicht lang. Die Quelle hat Geld und Energie für die Leute, die Regierung für den Staat angeboten. Die Degradierten, glaube ich, haben keine Ahnung von irgendwas. Sie folgen nur ihrem Meister. So ähnlich habe ich das jetzt gerade interpretiert. Könnt ihr euch nochmal selber gerne in der Pause angucken. Sie haben Europa bereits angegriffen, während du den Platz hier gesucht hast, diesen Ort. Wie glaubst du, werden sie zerstören? Die Quelle des Jagens. Ah, ich kann das leider nicht so schnell lesen, weil es echt schnell weggeht. Das hier ist scheinbar diese Quelle. Oder nicht? Sei bereit. Das ist nur der Anfang. Ich glaube, du weißt, wer der Anrufer war. Oder? Ich weiß es nicht. Du vielleicht? Ist es Blut? Soll ich da mal reingehen? Ich gehe da mal rein. Wo bin ich jetzt? Oh, und die Soundkulisse ist ja schon wieder sehr einladend. Es tut mir leid, dass ich dich angerufen habe und all das gebracht habe, aber ich brauchte dich. Sarah? Is it really you? Wow! Get the fuck out of here! W-w-w-was? Kapitel 3? Zurück in Osteuropa? Was passiert hier?
zurück in Osteuropa. Okay, ich dachte, das spielt ehrlich gesagt in den USA, aber scheinbar waren wir in Osteuropa. Okay, also die ist gerade in so einem Gang gewesen. Und dann hat sie irgendeine gesehen, die da hing, die ihr bekannt vorkam, die hieß Sarah. Und dann kam plötzlich wieder dieses riesige Auge. Ja, was ich immer ein bisschen schade finde in so Horrorspielen, aber das ist ja mit Absicht so gemacht, dass man halt immer alleine unterwegs ist und nie irgendwelche Partner findet, mit denen man kooperieren kann oder so. Aber man soll sich in so Horrorspielen ja auch meistens alleine fühlen oder allein gelassen fühlen. Was den meisten Spielen ja auch immer sehr gut gelingt, ne? So ist es ja nicht. Und das sieht schon wieder für mich so ein bisschen aus wie nach einem Irrgarten, bei dem man wieder gucken muss, dass man überlebt, weil hier wohl Autos vom Himmel fallen. Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß doch gar nicht genau, wo ich hier lang muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss, was ich machen muss. Ich laufe mal lieber hier die Wand entlang. Oh, oh. Ganz. Ach. Da waren ganz viele Augen. Geschrieben und auch produziert von Sascha Darko. Der hat das alles programmiert. Er hat die ganzen Texturen hergestellt. Hat bei anderen Texturen noch ein bisschen Unterstützung bekommen. Hat aber im Großen und Ganzen alles selber gemacht. Der Soundtrack kam von Valeria Samatova für das Wüstenlevel, wo wir waren. Den Rest hat er auch selber gemacht, der Sascha Darko. Ein bisschen Text Correction von Natalie Nathan. Ja, und hier kann man sich nochmal selber beim Entwickler melden, wenn man da noch irgendwelche Fragen hat. Und press Escape to return to the main menu. Ja, Spiel auch erst von 2013. Wir gehen gleich ins Hauptmenü. Ich bin gespannt, ob hier noch was kommt. Deswegen warte ich noch einen Moment. Aber ich glaube, da kommt nichts mehr. Ja, das war... Ich gehe mal ins... Menü, so. Ja, das war Sacred Line in der Version 1.3b. War da doch ein sehr plötzliches Ende. Und ich glaube, es hat sich dann so entwickelt, dass ja, wie soll ich sagen, dieses Auge irgendwie diese Waffe war. Und als wir dann plötzlich zurück in Osteuropa waren, sind wir da rausgekommen und plötzlich waren da überall diese Augen, auch am Himmel. Und das war wohl dann irgendwie das Zeichen, so interpretiere ich das jetzt mal, dass das Spiel dann vielleicht zu Ende war in dem Sinne, dass die ganze Welt von diesen Augen angegriffen wurde. Wobei ich auch irgendwie das Gefühl habe, das könnten vielleicht auch einfach Aliens sein. Weil an dieser einen Wand, wenn man sich erinnert, noch relativ am Anfang, wo wir in diesen ganzen Räumen waren, an einer Wand hing ein Poster, da hatte ich doch noch vorgelesen, irgendwas mit der Werbung, überlass uns deine Stadt, dann kannst du Werbung platzieren oder sowas in der Art, mit dem Advertisement. Ja, wenn ihr so genau wisst, was das alles zu bedeuten hat, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, oder wenn ihr Vermutungen habt, alles rein in die Kommentare. Ich freue mich da auf jede Aussage. Und trotzdem war das Spiel gar nicht schlecht. Und ich bin froh, dass ich es doch nochmal angespielt habe. Weil für so ein kleines Kurzprojekt, das waren jetzt glaube ich 3 oder 4 Folgen, ist es dann doch ganz cool eigentlich, muss ich sagen. Hatte den ein oder anderen Schreckmoment, war jetzt vielleicht kein übertriebenes Horror-Game mit viel Brutalität oder so, aber
Das war schon ganz nett. Und wenn man sieht, dafür, dass es ein einziger Typ entwickelt hat und alles selber gemacht hat, alle Texturen und so, dieser Sasha Darko, ist das schon eine ganz ordentliche Leistung. Ja, das war's von meiner Seite. Wir sehen uns wieder bei einem weiteren Let's Play. Ciao und bis zum nächsten Mal.